Soll ich nochmal erzählen? Erzähl nochmal. Guten Morgen. Ja, ich habe gerade gesagt. Treppe runtergegangen, ja. Ja, ne? Gesagt, boah, alles verschwommen gesehen, ne? Keine Ahnung, das verbümmelt, ne? Vielleicht kennt man das ja, dann gehe ich runter immer noch, ne? Augen gerieben, nichts gesehen, ne? Und dann so überlegt, ich habe meine Brille ja gestern Abend oben hingelegt. Ne? Was für eine Brille habe ich abgenommen, aber dann deine Brille mit deinen Backsteingläsern. Ja, Backsteingläser. Die wollte ich gerade mal sauber machen. Ich dachte jetzt, ich bin doof, weil ich dicke Gläser habe. Nein, also wie ich gemerkt habe, dass ich dann ist ja auch voll eng gewesen. Ich sag immer, du hast sie nicht alle. Ja, das weißt du aber erst seit gestern. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gleich und gleich gesetzt. Das stimmt. Das, was ihr so brummen hört, ist die Spülmaschine. Es tut mir leid. Wir gehen gleich in HWR. Mit euch, wir gehen gleich in HWR. Wäsche waschen. Die Kleine schläft noch und wir müssen die Zeit maximal ausnutzen. Kaffee ist schon gekocht. Den gibt es aber erst, wenn die Arbeit erledigt ist. Ich war schon baden. Was sagst du, Bernd? Ja, du trinkst jetzt schon Kaffee. Ich muss die Zeit nutzen, wenn die Morla dann gestillt wird. Dann bin ich eh gefesselt. Also so, dann sitze ich. Hm? Echt jetzt? Dann gehen wir mal gucken. Dann gucken wir. Ich glaube, die schläft noch. Die schläft. Da liegt die drunter. Wenn die wach wäre, dann würde sich das bewegen. Da. Okay, ein privater Einblick. Heute habe ich auch keinen Vogelgezwitscher angemacht, weil sie ja noch schläft. Wenn sie wach ist, dann hört sie Vogelgezwitscher und guckt raus. So, jetzt gehen wir aber in HWR. Ach, ich hatte Wäsche von oben auch mitgenommen. Die muss ich mit Ron mit in HWR falscher nehmen. Alarm. Falscher Alarm, Daddy. Die Spülmaschine voll? Ja, die wollte ich ja gestern Abend schon anmachen, die Spülmaschine. Und dann wollte ich sie gerade ausräumen. Und dann war nicht auf Start gedrückt, klug wie ich bin. Ja. Ich wurde gefragt in den Kommentaren, wo diese Boxen her sind. Die sind von IKEA, wo ich meine Wäsche immer drin sortiere. Die sind von IKEA und die heißen, glaube ich, Sortera. Und die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Unten sind die großen und dann sind das sind die halt die kleineren. Und die sind so praktisch, weil da kann man halt, ne, auf und zu machen. Ich habe hier dunkle Wäsche 60 Grad. Bunte Wäsche 60 Grad, dunkle Wäsche 40 Grad, bunte Wäsche 40 Grad. Das ist Kochwäsche, das sind halt auch die Stoffwindeln. Und da mache ich immer die Überzugwindeln und die Stilleinlagen rein. Und so sortiere ich dann halt meine Wäsche. Und ja, komme damit super klar, weil ich hatte sonst immer so ein Wäschekörbesystem. Da war früher im Schlafzimmer der ganze Boden voll mit Wäschekörben, wo ich das sortiert habe und so. Das ging mir so auf Zwiebel. Und dann habe ich die irgendwann gesehen bei IKEA, hier die Sortera-Kisten. Und habe gedacht, jo, wenn wir dann den HWR haben, dann mache ich das. Und dann suche ich jetzt eben noch Anziehsachen raus hier für die Livia. Und ich ziehe mein absolutes Lieblingsoutfit an. Mini-Maus-Body und Hose, denn ich habe sie gestern gewogen. Und sie wiegt tatsächlich schon 6 Kilo. Und ich habe hier letztens erst diese Windeln hier geholt. Also meistens nehmen wir ja Stoffwindeln, aber ab und zu nehmen wir auch diese Windeln. So, und die sind von 3 bis 6 Kilo. Und die sind jetzt echt schon Spack. Spack, mein Wort.
Und dann habe ich sie halt deswegen gewogen, weil ich gedacht habe, boah, die wiegt doch noch nicht 6 Kilo. Die Windeln müssen doch noch passen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, das kann wahr sein. Und jetzt müssen wir das Paket, anderthalb Pakete haben wir noch, schnell aufbrauchen und das noch ganz oft anziehen, weil das ist Größe 62. Und dann passt das nicht mehr. Und die ist so süß als Minimaus. Als ich letztens bei H&M bestellt habe, da habe ich sogar überlegt, das nochmal zu bestellen. Und dann gab es das aber nur in 62. Die anderen Größen waren alle ausverkauft. Deswegen ausnutzen. Ja, so, und jetzt gucken wir mal, was der Bernd macht. Der macht ja unseren Shake. Wie weit der ist. So, den lege ich hier hin für gleich. Was haben wir heute für einen Shake? Für alle, die Interesse haben, das Rezept ist in der Infobox. Das ist unser Frühstücksshake, den teile ich mir jetzt mit dem Bernd und mit dem Smurfy. Smurfy kriegt das immer ohne rote Früchte auch? Ja, ist auch nicht so gesund sein auf Dauer. Okay, und ohne Bananen kriegt er das auch, weil sind auch nicht so gesund. So, Mandelmilch brauche ich, nicht Mandel, Haferdrink für Kaffee. Und den Kaffee haben wir auch fertig. Hallo, ich bin hier in meinem Sofabüro und habe gerade ein bisschen gefilmt für Auswandern, fürs Videotagebuch. Diesmal ein Duplo-Shake. Diesmal ein Duplo-Shake, wow. Calvin. Calvino macht sich jetzt immer Shake. Gestern gab es After-Eight-Shake und heute macht er sich Duplo-Shake. Ja. Mit dem ist es halt so einfach. Mit dem Mixer, ne? Ja, du nimmst einfach Mandelmilch, Schokoeis und After-Eight oder Duplo. Ja. Warum nicht? Genau, und eigentlich hatte ich das jetzt hier so eingerichtet für die Morli, dass sie nicht wegrollt, weil gestern ist sie ja, hat sie sich ja gedreht und habe ich gesagt, wir müssen jetzt vermehrt aufpassen, dass sie das nicht kann, dass sie hier nicht runterfällt. Also dass sie das nicht kann? Ja, sie soll sich schon drehen, natürlich, aber halt, dass sie nicht runterfällt. Und wer hat sich da schön hingelegt? Hm? Der Etty de Smurf. Hey Morli. Am Träumen? Ja, sie träumt. Genau, das mache ich jetzt hier ein bisschen. Versuch mal, wie weit ich komme. Wie weit du mich lässt, ne? Das ist ja immer die Frage. Wie weit lässt die Morli die Mami hier arbeiten? Genau, das Video lädt hoch von gestern und ja, einfach so ein bisschen Büroarbeit. Aber mit der schönen Seite, die ist auch dabei, ne? Die schöne Seite, das macht Spaß. Ja, kleiner Sauerfritze. Ja. Wo ist denn dein Teddy? Da ist er. Oh, warte. Hier, dein Lieblingsspielzeug. Den mag sie besonders. Da hat sie einen Spiegel. Hier ist der Quietschi. Ne? Da ist so eine Bimmel drin. Der schmeckt fast nach gar nichts. Dann mach Schokosoße rein. Der muss noch mal in den Mixer. Hier. Hier. Nur eine ganz leichte Schokosoße. Wir haben auch Schokosoße im Kühlschrank, wenn du möchtest. Oh ja, ich weiß schon. Ich mache mir das gleich zu dir raus. Super Shake, Duplo Shake. Was ist da alles jetzt drin? Also 4 Duplos, Schokoeis. Ein bisschen Smurfy-Sabber. Nein, kein Smurfy-Sabber. Sahne, Schokostreusel, Schokosoße, ja. Mandelmilch. Wow. Ein Schuss kalter Kaffee. Cool. Ja. Ja, nee, nicht für dich. Smurfy. Darfst schnuppern. Du hast auch ein bisschen Sahne bekommen, Smurfy. Und wer hier so genüsslich im Hintergrund am Sabbern und Schlürfen ist, ist die Morli, die ist gerade auch am Trinken. Wo jetzt die Kleine schläft, wollte ich mal gucken, was es heute bei uns zu essen gibt. Und schon mal kochen. Bei uns gibt es heute Curry mit Reis und Blumenkohl und Brokkoli. Wir haben gar keinen Brokkoli, Calvino. Und du magst keinen Blumenkohl, ne? Willst du eben laufen und Brokkoli kaufen? Okay, dann gibt es morgen Bratkartoffeln mit Speck und Salat. Ja, ich guck mal gleich. Dann gibt es
Donnerstag das von Dienstag, Freitag gibt es Pizza, Samstag gibt es Schnitzel mit Kroketten und Salat und Sonntag ist noch frei. Aber das werde ich jetzt mal kochen. Da brauche ich auf jeden Fall Linsen, Reis. Ich suche mir mal alle Zutaten zusammen. So, einmal diese Pflanzencreme aus der Tube. Die kennen wir, glaube ich, alle. Die brate ich jetzt oder die erhitze ich jetzt. Und dann kommen da ungefähr 4 Zwiebeln rein. Tiefkühl-Convenience-Food. Den nehme ich am liebsten. Vom Ikea, der Kochlöffel. Der ist so richtig schön angenehm. Dann habe ich da noch ganz viel Knoblauch dran gemacht. Auch Tiefkühlknoblauch. Und dann lasse ich das erstmal brutzeln. Dann habe ich hier Reste Paprika geschnitten und zwei Möhren. Die kommen jetzt mit da rein. Alles kurz anschwitzen. Das ist der Calvino, der war gerade mit dem Smurfy draußen. Hallo! Na? Wie geht's? Wie steht's, ihr beiden? Das hört sich ja schon gut an. Was? Das hört sich ja schon gut an. Das ist mein Essen, was so brutzelt. Ich muss dich enttäuschen, weil Calvino macht sich hier auch was. Zeige ich euch nachher, was er sich kocht. So, oh, jetzt muss ich ein bisschen runterstellen. Ich wollte jetzt erst die Linsen dran machen. Eine Tasse rote Linsen mit anbraten. Dann habe ich da Tomatenmark jetzt drauf gemacht. Das brate ich kurz mit an. Und dann kommt da einen halben Liter Wasser dran. Zack. Und eine ganze Dose Kokosmilch. Ich habe da nur was gehört. Wenn ihr da Kokosmilch dran macht, erst probieren, wenn es gekocht ist, weil sonst schmeckt es übelst nach Kokosnuss. Smurfy. Und schmeckt nicht. Was ist mit dem Smurfy? Der liegt da auf dem Sofa, ganz artig. Okay. Das ist oben der Handwerker. Ach so, da ist ein Handwerker? Ja. Wer ist denn da? Von heute Morgen der. Also erst durchkochen lassen und dann probieren, weil sonst schmeckt es nur nach Kokosnuss und das schmeckt dann nicht. Nicht. So, das lassen wir jetzt schön kochen. Und die Linsen werden dann weich. Da. Und anstatt jetzt Brokkoli zu holen, habe ich einfach den Rest Tiefkühl-Prinzessbohnen da reingemacht. Die mögen wir alle. Und für Bernd und mich mache ich dann hier noch den Blumenkohl. Den koche ich extra. Den können wir uns ja dann so da drauf machen. Aber Blumenkohl ist nicht Calvinos Lieblingsessen, ne? Überhaupt nicht. Und Calvino liebt es, Kohlenhydrate zu mischen. So Nudeln mit Kartoffeln oder Kartoffeln mit Reis magst du auch gerne, ne? Mhm. Ja, er mischt das gerne. Porree kommt rein. Tomatenmark ist drin, ne? Ja. Ja. So. Nur leckeres Zeug. Ja, ist doch schön, wenn es dir mundet. Und dir schmeckt die Decke hier, ne? Und dein Spielzeug. Ja, mit den Knisterohren. Ja, spielst du voll? Ja. Ich habe etwas viel Reis gekocht, aber wir essen das 2 Tage. Von daher ist nicht so schlimm. Hier ist jetzt der Blumenkohl und das ist die Soße. Reissoße, aber das ist echt richtig, richtig lecker. Ich habe es jetzt nur mit Salz gewürzt. Kann aber auch Cayennepfeffer oder sowas dran machen. Also ganz nach Bedarf. Präsentierst du es? Ich zeig euch das. Tada, das Licht geht wieder im Backofen. Bernd hat es repariert. Danke. Wir sind schon wieder zu Hause. Mal eine große Runde spazieren. Und jetzt gibt es Kaffee und noch die Reste von dem Nusskuchen, den ich gemacht habe. Die Maus hat geschlafen, als wir spazieren waren. Jetzt ist sie wach geworden direkt. Die war ja erst immer, hat sie so 3 Stunden dann geschlafen im Tragetuch. Und man konnte sie nie ablegen. Dafür kann man sie jetzt halt ablegen für eine halbe Stunde, dann schläft sie weiter. Aber dafür ist der Mittagsschlaf umso kürzer jetzt. Sie wird erwachsen, ja, das stimmt. Mhm. Möchtest du rausholen? Ja.
Müssen wir mal gucken. Hi! Hubi! Hi! So gut drauf? Hubi? Hallo! Hallo! Was denn da? So ein Augenpuckel hat sie auf der Augenlinse. Ja. Und dann hier ist gekommen. Habt ihr schon das Bier hier? Ja. Mix ruhig den Kaffee. Wasser mit Lauch? Ja. Ja, das ist halt Trockenbarf. Wie viel ist das? 5 Kilo? 5 Kilo. Ein Sack, ja, das ist halt, ihr wisst, wir barfen den Smurfy. 25 Tage. Wir machen ja immer Krisenvorsorge. Das wisst ihr. Das ist halt für den Urlaub jetzt hauptsächlich. Ja, aber das ist halt jetzt Krisenvorsorge. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann kriegt das im Urlaub, weil das ist halt doof mitzunehmen. Also Tiefkühlbarf ist doof mitzunehmen in den Urlaub. Und da zu kaufen, haben wir auch keine Lust, dann da in den Barfshop zu gehen. Und deswegen haben wir uns jetzt für Trockenbarf entschieden, dass wir das mal ausprobieren. Und du möchtest das Tuch aufessen, ja? Schmeckt? Schmeckt? Okay, wir trinken jetzt erstmal Kaffee. So, ich kann jetzt alles wieder aufräumen. Der Bernd ist zur Arbeit gegangen. Und Calvino ist oben. Der chillt sein Leben, wenn Homeschooling Ende ist. Was sollen die Kinder auch machen? Das ist alles wieder zu hier im Kreis. Der konnte ja, oder der war ja viel mit dem BMX unterwegs eine Zeit lang, weil ja hier dieses Pump Track ist, oder wie das heißt, wo Kinder halt mit dem BMX-Bike fahren können. Es ist alles wieder zu. Alles. Ja, und immer nur doof in der Gegend rumfahren macht ja auch keinen Spaß, ne? Fürchterlich. Ja, die Maus ist da hinten auf dem Sofa am Rumturnen. Smurfy ist kaputt jetzt, müde, weil große Runde gehabt. Ja, ist doch recht öde so die Tage, ne? Könnt ihr mal schreiben, wie es euch so geht. Also, ja, man kann halt gar nichts machen. Was uns jetzt halt so Spaß macht, ist voll so das Plan zum Auswandern. Da hat man richtig was zu tun. Aber, ja, sonst hat man halt gar nichts, was man machen kann. Wir hatten uns ja Tickets geholt für einen Freizeitpark. Das haben bestimmt einige mitbekommen. Wir hatten Phantasialand und Fort Fun. Hatten wir uns schön schon Eintrittskarten geholt. Naiv, wie wir waren. Aber ja, da haben wir jetzt Gutscheine für bekommen. Und wollten wir versuchen, ob wir das Geld wieder bekommen. Oder, ja, weil wer weiß, wann die und ob die überhaupt nochmal aufmachen. Keine Ahnung. Dann sollen die uns das Geld wiedergeben. Und fertig. So, bescheuert. Alles. Aber was soll man machen, ne? Ja, ich räume jetzt hier wieder auf und dann chill ich mich zu meiner Maus aufs Sofa. Wir wollten uns nur von dem Vlog verabschieden. Ne? Man hat das Video geschnitten und gestern haben wir nicht mehr weiter gevloggt, sag mal. Haben wir nicht mehr. Das ist süß. Hallo. Hallo. Molly. Ja. Wow. Bis morgen. Tschüss. Achso, danke fürs Zuschauen.